Was geht ab, meine Z-Fighter, Osiris hier mit dem Review zu Dragon Ball Super Folge 122. Von nun an könnt ihr euch auch auf jeden Fall jeden Sonntag auf ein Review der neuesten Dragon Ball Super Folge freuen. Die Folge hat es wirklich in sich, es war ein Auf und Ab. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit dem Review an und gucken uns das Ganze genauer an. Ganz am Anfang der Folge war wirklich Spannung da. Das war der Showdown der letzten Kämpfer. Da wurden die letzten Kämpfer nochmal nach der Reihe gezeigt. Es wurde wirklich Spannung aufgebaut. Sie haben alle Kämpfer gezeigt, die noch auf dem Schlachtfeld waren. Wir haben Universe 7 die Kämpfer gehabt. Freezer C17, Vegeta, Gohan, Goku und auf der rechten Seite Universum 11 mit Dispo, Toppo und Jiren. Dann fand ich die ganz witzig Szene darauf quasi, wurden die Zuschauerbänke, sag ich mal, zusammengerückt, ja, die letzten Universen, die Engel, die da noch übrig geblieben sind, da hat der Kölschen, der Daishikan gemeint, ey, wisst ihr was, da müssen wir mal kurz was ändern, ja, sie sitzen ja alle so schön auseinander, prien sie immer zusammen, das fand ich eine witzige Szene, da haben sie die, quasi, ja, die Zuschauer zusammengebracht, da haben sich die ein oder andere vielleicht nicht so gefreut, vor allem Universum 7 gegen Universum 11, haben sich paar Blicke rübergeschickt, vor allem der Kölschens, beziehungsweise die Kaioshins der beiden Universen. Dem von Universum 11 hat das gar nicht gepasst, den Kämpfer natürlich auch nicht. Aber sei es drum, sie wurden da zusammengerückt quasi, wie gesagt. Und dann hat der Kaioshin gemeint, so, jetzt passt das Ganze doch und dann können wir noch direkt loslegen. Genau, nach dem Zusammenrücken quasi ging es dann auch direkt schon los im Kampf. Da fing es erstmal wirklich ganz langsam cool an, dass Goku auf Jiren loslief. Und währenddessen lief auch Jiren auf Goku los und zeitweise, beziehungsweise parallel, wurden dann immer die Kämpfer gezeigt. Das war wirklich ein gutes Setup, um Spannung aufzubauen. Sie haben die einzelnen Kämpfer nochmal gezeigt. Das fand ich wirklich sehr, sehr cool. Und die Gegner dann, quasi Goku und Jiren, liefen dann aufeinander zusammen. Und Goku ist direkt mal in die Blue-Form erstmal gegangen. Hat sich wirklich Power-Up gezeigt. Hat sich so aufgepumpt, wie es ging. Seine Fäuste haben gezittert. Man hat gesehen, okay, das war wirklich eine coole Szene von Goku. Denn er hat gesagt, er will kämpfen, er will alles aus sich geben. Und das sah wirklich sehr cool aus. Und für einen kurzen Moment dachte ich da, ey, was geht denn da ab? Er kommt Blitze um ihn herum, um die Blue Form. Jiren guckt runter, okay, nach dem Press quasi. Aber Kakarot gibt ihr alles, schränkt sich an, gibt ein Power-Up. Schreit, ja, wirklich so ein richtiger Saiyajin-Schrei kam aus ihm raus. Blitze umher sind geflogen, wie gesagt, quasi. Und ich dachte so, ja, was geht denn jetzt ab? Ja, ist das irgendwie irgendeine neue Stufe oder so? Aber nein, das war nur ein Power-Up mit einem mächtigen Geschrei, sagen wir es mal so. Um dann den Kampf quasi vorzubereiten, kam eine Explosion. Und dann ging der Kampf Jiren gegen Goku los. Und im Kampf Jiren gegen Goku, auf einmal konnte ich Kakarot irgendwie total mithalten in der Blue-Form. Total easy, ja, redet mit ihm nebenbei im Kampf, während er mit Jiren kämpft. Im Gespräch ging es darum, Jiren hat ihn gefragt, ey, was ist eigentlich dein Ziel, Kakarot? Was willst du denn machen? Warum willst du stärker werden? Und, beziehungsweise, warum kämpfst du? Und Kakarot sagt einfach, du, ich will einfach nur stärker werden, so typisch Kakarot-like, Goku-like, sagen wir es so. Und Jiren sagt, also, beziehungsweise Goku hat gesagt, ich weiß es nicht. Und dann sagt Jiren, okay, du weißt nicht, du willst so stärker werden. Und dann sagt Goku im Gegenzug, was denn mit dir, Jiren? Und Jiren hat wirklich eine coole Antwort gegeben. Er hat gemeint, ich will wissen, was darüber hinaus ist. Was über der Stärke ist. War wirklich eine coole Antwort auf jeden Fall. Aber im Endeffekt ging es dann darum, ja, dass sie sich ein bisschen so ausgetauscht haben, während sie mal locker easy die Fäuste hin und her fliegen lassen. War nicht schlecht, war eine coole Runde auf jeden Fall. Dann jedoch, wurde quasi Kakarot ein bisschen zurückgedrängt und gemeint, ey, jetzt geht's Runde 2 los, Jiren, auf geht's, aber boom! Auf einmal fliegt Vegeta ins Bild und gesagt, ey, was machst du, das ist unfair, bleib wo du bist. Und Vegeta versucht sich Jiren zu knüpfen. Dann, bevor der Kampf quasi losging, Vegeta gegen Jiren, ja, der Kampf der Folge, kam es noch kurz zu einem Szenenwechsel, da hat man Dispo gegen Freezer gesehen. Freezer hat da ein bisschen mit den Fingerpistolen umhergeschossen, hat gemeint zu Dispo, du kannst doch nichts anderes außer weglaufen. Und Dispo hat gemeint, aha, willst du aber wahrscheinlich wieder sterben oder was ist denn los mit dir? Fand ich wirklich cool, wie die sich da beide so gezickt haben. Dann kam kurz ein Szenenwechsel zu Gohan und C17 gegen Toppo. Also ein bisschen hin und her gekämpft haben, ein bisschen Schwierigkeiten hatten, sage ich mal. Aber dann ging es wieder auch back zum Kampf Vegeta gegen Jiren. Vegeta hat wirklich aufgepumpt, hat viele Schläge gegen Jiren hingelegt, jedoch haben diese Schläge nichts gebracht. Ja, Jiren stand einfach nur da wie eine Wand und hat Vegeta dann kurz dann zurückgedrängt und nach hinten geschmissen. Dann, Leute, was dann abging, war wirklich cool. Ja, da kam wirklich eine sehr beachtliche Szene, die mir wirklich sehr, sehr gefallen hat. Denn Vegeta hat quasi beobachtet, was Kakarot gegen Jiren macht. Kakarot
beziehungsweise sagen wir mal Goku, ist gegen Jiren wieder hingegangen. Jiren hat so eine quasi, ist stehen geblieben, hat ein paar Fäuste, viele Fäuste auf Kakarot abgefeuert. Und diese Fäuste, diese Bewegung hat Vegeta genau angeschaut, analysiert und ihm ist etwas aufgefallen. Das war wirklich sehr, sehr cool. Da habe ich schon gedacht, oh mein Gott, was geht jetzt ab? Er liest die Bewegung von Jiren und das war sehr wichtig. Denn im Nachhinein hat man wirklich sehr cool gesehen, er liest die einzelnen Fäuste, die Bewegungen. Kakarot wurde zurückgedrängt, Goku. Und dann wollte quasi wieder Vegeta gegen Jiren in den Kampf. Jiren hat ihn kurz dann zurückgedrängt, doch Vegeta kam zurück. Und dann hat Jiren genau dieselbe Pose, genau denselben Schlagabtausch zuvor von Kakarot gegen Vegeta angewandt. Und Vegeta hatte diese Bewegungen durchlesen, er hatte sie durchschaut und hat sie so smooth gedodged mit einem Grinsen links, rechts. Er hat gemeint, ich sehe durch deine Schläge. Und dann, oh mein Gott, boom, lässt er die Faust abfeuern gegen Jiren. Alle sind schockiert, ja, es ist wirklich brutaler Moment. Die Musik wurde aufgebaut, da kam wirklich sehr gute Musik, daher dramatische Musik quasi. Und die auf der Bank haben gesehen, oh mein Gott, was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Er hat seine Schläge durchschaut. Jiren war total schockiert, ja, sein Blick war totaler Schock. Vegeta war zuversichtlich. Das war wirklich die reinste Eskalation, was da ging. Die auf der Zuschauerbank, ich nenne die mal alle so, die da zuschauen, quasi, waren ein bisschen schockiert, um ehrlich zu sein. Sie wussten nicht, was da abging, aber dann kam es zum brutalen Showdown, zum brutalen Combat, zum Schlagabtausch Vegeta gegen Jiren und das war wirklich sehr, sehr gut. Vegeta war zuversichtlich, Jiren hat zurückgeschlagen, es war wirklich ein intensiver Close Combat, sage ich mal. Hin und her ging das, die Szenen haben sich mehr oder weniger ein bisschen wiederholt. Dann kam es wirklich zu einer sehr guten Anmerkung von Whis. Whis hat gemeint, Vegeta macht das absichtlich, er hat die Schläge durchschaut von Jiren und er macht das, weil er quasi Ultra Instinct erreichen will. Heißt, Whis hat das Ganze gemerkt, hat das angedeutet, hat es den Leuten gesagt auf der Bank und die haben es halt quasi auch realisiert, weil das, was Vegeta abgezogen hat, war wirklich insane, Leute. Er hat den Schlagabtausch von Jiren gelesen, durchschaut und hat ihn gekontert und konnte mit ihm mithalten. Das war brutal. Das war wirklich sehr, sehr gut, was da abging. Und dann hat auch Vegeta quasi angemerkt, ey, Jiren, du bist doch geschwächt, du bist nicht mehr so schnell und stark wie gegen Kakarot. Jiren hat das ein bisschen getriggert, hat daraufhin zurückgeschlagen, Gallican, Flieg von Vegeta, Jiren hat das easy gedodged und hat wirklich Vegeta wirklich zurückgedrängt mit einer immensen Ki-Explosion und wirklich einen guten Strahl abgefeuert, mit dem Vegeta zu kämpfen hatte. Er hatte wirklich damit zu kämpfen, es sah so aus, als würde Vegeta rausfliegen, denn er hat gestruggelt, Leute. Bis zum Schluss kam es dann zum Rauchexplosion, wo wir dann nichts sahen und dann wurde die Szene wieder kurz gewechselt zu Dispo mit Freezer. Diese Szene war wirklich auch sehr gut, da kam Dispo mit seinen Doppelgängern noch mehr und Freezer meinte, hey, ich habe ja aber noch einen Trick auf Lager, und zwar hat er Dispo mit seinem Schwanz festgehalten, aber Dispo, also Respekt an Dispo, ich habe ihn sehr unterschätzt, die Community dachte, die hat nichts drauf, da packt er, da sagt er, hey, das ist zu meinem Gunsten, packt der Freezer, schleift ihm umher richtig schlank gegen die Wand, nimmt sein Gesicht und schmettert ihn einfach durch die Wand. Das war auch eine Szene, wirklich sehr gut in Szene gesetzt. Und dann kam es wieder kurz zum Szenenwechsel. Topo bzw. Gohan C17 gegen Topo. Das war wirklich ein gutes Duo, gutes Teamwork von C17 und Gohan. Da haben sie dazu gebracht, die Kamehameha gegen Topo zu feiern. Jedoch hat sie wirklich nichts gegen Topo gebracht. Und das war dann quasi ein bisschen furchteinflößend für die Kämpfer Gohan und C17. Gut, da kam es wieder zum Szenenwechsel auf die Bank. Ja, da hat Wermut ein bisschen gegen Beerus gefeuert. Der hat gemeint, ihr habt doch eh keine Chance quasi. Und Beerus hat ein bisschen getriggert. Aber Whis hat gemeint, Beerus bleibt ganz ruhig und so. Die Jungs haben das in der Hand. Sie werden das so nicht aus der Hand lassen. Ja, ganz sicher nicht so. Und dann kam es wirklich dazu, dass Boom, Vegeta, wir haben wieder Vegeta gesehen. Er ist noch im Ring. Gott sei Dank war er noch im Ring. Das wäre auch schade, wenn er da rausgeflogen wäre. Dann hat Jiren meiner Meinung nach wirklich einen kleinen Fehler gemacht. Er hat Vegeta provoziert. Er hat zu Vegeta gesagt, du wirst mich nie im Leben, du wirst mich niemals schlagen. Und das hat an Vegetas Saiyajin Stolz gekratzt. Er war getriggert. Und Jiren hat somit Vegetas ganzen Stolz entfacht. Vegeta, diese Szene von Vegeta war wirklich Vegeta-like und sehr, sehr gut. In dieser Szene hat Vegeta gesagt,
Beziehungsweise davor, ganz wichtig, hat Jiren gemeint, deine Schläge sind arrogant, Vegeta voll mit Arroganz. Und Vegeta hat gemeint, ja, du hast recht, ich gebe zu, ich bin arrogant, ich bin ein stolzer Saiyajin. Ich werde dir zeigen, wie ich dich auf meine Art besiegen werde. Mag, das war wirklich sehr, sehr cool. Mag Goku sein Art-Trainstick haben, mir ist das egal, ich werde dich auf meine eigene Art und Weise besiegen. Das, Leute, das war wirklich wieder eine Szene, wo Vegetas Charakter gestiegen ist, wo Vegetas Charakterentwicklung wirklich noch einen Ticken höher gegangen ist. Denn er hat seine alten Habitate, seine alten Eigenschaften zurückgelassen und hier gemeint, ich besiege auf meine Art und Weise, pack den Final Flash aus, wie wir es kennen. Wirklich eine lange Zeit, um es aufzuladen. Und hat gemeint, Jiren, ja, nach dem Spruch wirst du doch wahrscheinlich stehen bleiben und diese Final Flash hier abfeuern. Die Final Flash sollte man nicht unterschätzen, die hat man auch nicht unterschätzt. Ja, alle Zuschauer, die sehen uns, haben das gemerkt. Sein Angriff ist, seine Stärke ist immens gestiegen und die Leute hatten quasi kurz Angst. Wermund, der hat gemeint, oh mein Gott, das ist seine, warum steigt seine Kraft so? Ist es die Kraft der Saiyajins? Jiren blieb gelassen, blieb cool, bis zu dem Zeitpunkt, als wirklich Vegeta seinen Final Flash abgefeuert hat. Ganz Classic Light, Final Flash. Schön hingeschrien. Und Jiren hat ganz kurz gemerkt, oh, da muss ich wohl wahrscheinlich doch Schützen in Deckung gehen. Und hat dann somit einen direkten Hit vom Final Flash bekommen. Was danach abging, war wirklich, das war wirklich ein Auf und Ab, ja. Das ist wirklich ein Auf und Ab, diese Folge gewesen. Was danach abging quasi, war folgendes. Vegeta war so zuversichtlich, er war sowas von zuversichtlich. Er hat gelacht, er dachte, diesen Hit ist GG, ich habe gewonnen. Jiren ist RIP, er lag da auf dem Boden, hat quasi gelacht und war sowas von blind, sage ich mal, blind vor Arroganz. Wollte gerade einen Spruch rauslassen und schon war Jiren da mit, oh mein Gott, einer immensen Szene. In seiner Hand hat er einen Ki, so quasi Ki-Explosion, Ki-Ball, auf Vegeta gerichtet. Diesen Ki-Ball hat er auf Vegeta abgefeuert und Vegeta wurde sowas von auseinandergenommen, Leute. Diese mächtige Attacke von Jiren hat nochmal gezeigt, was Jiren wirklich drauf hat in Sachen Ki-Explosion, was seine Ki-Angriff drauf haben. Vegeta wurde einfach mal degradiert in der Szene. Er war zu zuversichtlich nach dem Angriff. Jiren hat einfach boom. Jiren hat keinen Kratzer quasi bekommen. Also ich denke schon, dass Jiren irgendwelche Schäden genommen hat vom Final Flash. Jedoch hatte das genutzt, dass Vegeta so zuversichtlich war und hat ihn gekontert mit einer sehr, sehr mächtigen Attacke. Nach dieser Attacke war wirklich RIP für Vegeta. Er lag nur noch rum, Karot hat hin und her geschrien, Vegeta! Und alle haben gemerkt, oh mein Gott, ist es um Vegeta um? Denn dieser Hit war wirklich sehr, sehr stark von Jiren. Und Vegeta ist quasi ohnmächtig und liegt am Boden. Jiren guckt auf ihn herab, Karot links daneben, auch wirklich angeschlagen. Und im Prinzip wirklich sehr interessant, was mit dieser Folge abging. Allein schon über die Animation müssen wir gar nicht reden, die war 1A. Aber das Auf und Ab, Leute, das war wirklich sehr, sehr cool. Der Aufbau der Spannung, dann der Kampf Vegeta gegen Jiren. Haben einfach Vegeta gut mitgehalten. Das Wichtigste war, dass er etwas durchschaut hat. Quasi so eine Art, quasi wirklich eine Art, einen ersten Schritt quasi. Einen ersten sehr, sehr kleinen Schritt gegen Ultra Instinct gegangen ist. Mit Jiren mithalten konnte, ihn gekontert hat. Dann aber, das war wirklich, wenn ich darüber rede, das war wirklich ein Auf und Ab. Ja. Dann hat Jiren seinen Stolz angekratzt, Vegeta hat die Final Flash ausgepackt, war aber dann wieder zu stolz, zu arrogant, zuversichtlich und wurde dann wirklich mächtig ausgenommen. Um es kurz zu fassen, Leute, die Folge war wirklich 1A, wirklich insane. Ich hätte nicht gedacht, dass die Folge so ausläuft, wie sie ist, denn ich hätte eher gedacht, dass Vegeta wurde zwar geschlagen, aber ich denke, Vegeta hat danach wirklich sehr viele Sympathiepunkte gesammelt, in der Hinsicht, was er hier ausgepackt hat, was er hier gezeigt hat, und ich bin umso gespannt auf die nächste Folge, was da abgeht. Leute, wie fandet ihr die Folge? Würde mich gerne in den Kommentaren wissen lassen, wie fandet ihr da quasi, dass es jetzt auch Reviews geben wird. Er ist quasi das erste Review, deswegen ist bestimmt noch ausbaufähig, also Feedback ist auch gerne wünscht. Ansonsten wünsche ich euch wirklich einen schönen Tag, haut rein und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.